Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Fearless Fantasy. Im Zuge meiner Steam-Liste durchspielen habe ich einige Spiele gefunden, die dann doch echt cool sind, wo ich nicht hätte gedacht, dass es wirklich so passiert, aber Fearless Fantasy ist eines der Spiele gewesen, die mich wirklich begeistert haben. Vom Konzept her, von der Musik her, hört er auch schon richtig gut eigentlich so gemacht, so irgendwie so ein bisschen traurig und trotzdem aufbauend irgendwie. Ich hatte das schon mal angespielt gehabt. Ich habe ja, wie gesagt, jedes Spiel meiner Steam-Liste angespielt gehabt. Alle über 600 Spiele. Hatte das schon mal anscheinend für 45 Minuten gespielt. Aber das können wir auch gerne löschen. Dann spielen wir ein neues Spiel. Wir sollen die also jetzt befreien. Und jetzt können wir die Melee-Attack, wenn wir haben mit zwei Attack-Arten, einmal Melee-Attack und einmal Range-Attack, da der aber eher ein Schwertkämpfer ist, wenn wir den Melee-Attack nehmen. Ihn müssen wir als Ziel auswählen. Und wir müssen den Pfeil hier jetzt, hier während der Zeit oben, hier kann man wirklich nicht viel mit der Maus rumklickern, hier muss man direkt aufpassen, jetzt kann man Range-Attack benutzen. Und wir müssen halt die Pfeile immer durch die, oder den Mauscursor durch die Pfeile bringen. Um da halt wirklich Schaden verursachen zu können. Und jetzt sollen wir anscheinend den Multislash benutzen, gehe ich mal stark von aus. Weil jetzt können wir hier unten was machen. Weil hier unten haben wir noch Troll-Items und Rest, das Ausruhen, also Trollen, Verarschen. Items, und ich würde sagen, wir direkt mal den Multi-Use. Piu, piu. Multislash. Okay, da können wir verteidigen, wenn wir verteidigen. Es ist nicht immer so, dass wir null Schaden kriegen. Aber mal, also gerade im Tutorial zumindest. Genau, irgendwo hatten wir bei dem Multisplash, da haben wir Energie. Irgendwo haben wir hier Energie. Unten rechts, glaube ich, war die EP, die Energy Points. Da brauchen wir halt. Ich glaube, jede Runde laden sich irgendwie wieder ein bisschen auf. Können wir mal gucken, 6. Aber immer noch 6 anscheinend. Aber die können uns nicht wirklich viel. Ich fand das Game echt cool, muss ich sagen. Also ich habe das gerne gespielt gehabt. Wir können den noch ganz kurz killen und beim nächsten dann Multi-Slashen, richtig. Den killen wir dann. Aber man hat aber bestimmte Zeit da oben, seht ihr es? Defend, Epic. Ich glaube, wenn man nicht in die Epic-Leiste reinrutscht, dann würde man Schaden kriegen. Und da unten habt ihr gesehen, EP nur noch 2 gehabt. Und die bringen wir jetzt zu Luna Forest. Can I come? What? I'm a monster hunter. You can't come. Please, just for the day. I can shoot. Your friend should be here any minute. I don't have the money. Can I pay you later? Pay what? You know. Der ist total dumm. Der weiß gar nicht, dass sie das war. Hi. Hi. I'm Alice. Ah, wie süß. Ja, auf jeden Fall ist sie anscheinend sehr anschmiegsam. Und wir sind ja ein Bounty-Jäger, so ein... Ah. Yeah, Alessandra ist der Party gejoint. Jetzt haben wir zwei Leute. Haben unten links 40 Gold, oben seht ihr die Total Time, 20 Sekunden ist das, glaube ich. Und 1 von 39, Level 1, ja, fast schon die Hälfte des Levels. Können wir mal ganz kurz bei Upgrades gucken. Das heißt, alle die können wir verbessern, ich weiß aber nicht, wie viel das kostet. Achso, ich habe immer Stats, okay, also ich dachte, das kostet Geld. Aber nein, und hier, sie ist halt ein Fernkämpfer, hat sie ja gesagt, sie kann schießen. Da müssen wir halt Agility und Endurance upgraden, statt Stärke und Vitalität, weil, okay, Vitalität vielleicht auch noch. Aber ich denke mal eher Agility. Und sie hat als Skill halt Multishoot, er hat Multislash. Kann ich das auch noch, ach, genau, die Skills kann ich auch noch aufrüsten, wenn ich Punkte hätte. Multislash und die hat Multishot, Multiple Ranged Attacks on Single Target, das heißt auch wieder auch nur einer. Und da gibt es sogar einen Bonus, wenn man auf die Epic-Leiste kommt, also recht schnell macht und recht präzise. Armortage Stack Full Damage, das heißt also, die Rüstung wird ignoriert. Und hier, Evasive Target, ich glaube, Leute, die ausweichen, werden auch komplett getroffen. Evasive, könnte sein, bin mir gar nicht so sicher. Was haben wir im Shop Schönes? Können wir uns Dinge kaufen? Okay, können wir später das anlocken.
Wir haben aber hier schon noch einen Hot Potato Dog und haben hier noch einen Rainbow Berry Roses. Also reicht erstmal, glaube ich. Können wir dann halt im Kampf benutzen. Und ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Level weiter. Wir haben ja schon, wie gesagt, 20 Sekunden gespielt. Das halt zählt halt immer nur, wenn man im Kampf ist. Chapter 1. Damsel in Distress. Ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal. My English is not so good, um das alles perfekt übersetzen zu können. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr es ja gerne für euch übersetzen. Normal, Veteran oder Casual. Ich würde sagen, wir machen normal. Dass die Pfeile halt wirklich auch irgendwann, dass man halt zu spät sein kann. Und da kämpfen wir gegen Muffins. Sind das Muffins? Keine Ahnung. Jedenfalls seht ihr unten, Alice hat jetzt sogar 12 Energy Points, aber nur 40 Lebenspunkte. Aber gut, reicht trotzdem. Perfekt. Sehr nice. Und dann werden wir hier einen Multislash benutzen. Ah, es war leider nur gut. War nicht perfekt, aber ich glaube, er ist, genau, er ist trotzdem abgenippelt. Hey, that's an awesome bow. Where'd you get it? It was a gift from my father. He sounds pretty cool. All my dad gave me was a boot out the door. He kicked you out? Yeah, when I was 9. I've been hunting monsters ever since. Whoa, heads up. Er wurde mit 9 aus dem Haus geschmissen. Das ist natürlich ärgerlich, aber so ist das halt. Komm mal hier gucken. Dane, Canopy Child. Während dieser Charakter lebt, sind alle befreundet oder kriegen alle befreundeten Einheiten auf ihrer Seite 50% weniger Schaden von Range Attacks. Und dieser Charakter kann nicht alleine leben. Das heißt also, wenn wir die jetzt wahrscheinlich töten, dann... Oh, die haben echt viel Leben. Wenn wir uns dann erstmal snacken. Leider wieder nicht episch. Wie kriegt man den? Achso, Defenden natürlich. Kriegt man weniger Schaden jetzt, also man kriegt nicht immer 0. Man kriegt teilweise auch weniger Schaden. So, jetzt sind die natürlich gegen Range Attacks geschützt. Das ist halt so. Ein bisschen besser zumindest. Aber hat anscheinend auch nichts. Jetzt hat er nämlich keine Energie mehr. Weil wir alles ausgegeben haben gerade. Ah, Defend. Au, der tut weh. Und ihr seht ja unten auch immer, wann sie dran sind. Dieser komische Kreis, das ist sozusagen die Leiste, wann sie dran sind. Ich glaube, das bringt aber nicht viel. Kann man ganz kurz den killen. Bam. Und dann, achso, ich bin noch gar nicht dran. Ja, muss man auf jeden Fall mal aufpassen, wann man dran ist. Echt bitter. Bam. 20 Schaden. Genau, und der andere ist dann natürlich gleich direkt mitgestorben, weil er, wie gesagt, halt nicht alleine überleben kann. Multishot, was haben wir hier? Okay, ist wieder der gleiche. Dane, und was haben wir hier? Zephyr. Cute. Was? Cute ohne Vermine? Sehr komischer Name. Aber wir killen jetzt einfach. Kann ja auch einen Range Attack machen. Tatsache, der kann. Der kann mit seinem Schwert schießen. Ach, die kann auch nicht alleine übernehmen, siehst du. Und oben links seht ihr auch immer, wie viele Waves es gibt. Also 4 Wellen insgesamt. Was hat er so Schönes? Okay, nimmt 15% weniger Schaden von Range. Von Melee Attacks. Heißt also, wir mit unserem Ei auch einfach Range Attacken. Kein Ding. Auch wieder flawless epic. Defend. Ach so, da hinten. Ich habe die Pfeile nicht, die Dings nicht gesehen. Au, die ist tot. Nanu? Ich habe die Defend-Pfeile nicht gesehen. Das ist ja schade. Ah, die waren auch mies versteckt hier hinten. Boah, der ist echt stark, muss ich sagen. Der haut echt krass rein. Da haben wir noch einen Range-Attack benutzen. Ach so, hier Lion Tyler, also unser Hauptcharakter, ist jetzt erblindet. Und die hier sind jetzt etwas anders, die Pfeile, die wir durchstoßen müssen mit unserem Cursor, aber das ist trotzdem geschafft. Leider nur 2 Sterne. 8 Kills haben wir, 640 Erfahrung und 145 Gold bekommen. Ja, ist nicht schlecht. Yeah, leider nur 1 Stern bekommen, 2 Sterne bekommen, schade, ich hätte gerne alle gehabt. Ich weiß gar nicht, wie lange das Game überhaupt geht, wenn hier 39 sind. Warten wir auf jeden Fall mal. Wir haben neue Skills bekommen. Oder neue Stats bekommen, sagen wir mal so. Energie brauchst du irgendwie gerade nicht. Hier haben wir aber jetzt, könnten wir theoretisch Skyshot Charged Range Attack oder halt den Multislash upgraden. Was machen wir? Machen wir hierfür auch einen Range Attack, warum nicht? Was haben wir hier? Yields and Revives an Ally, cool. Und wenn der Angriff episch ist, also epic, verlieren alle Befreundeten ihre negativen Effekte und werden um 10 HP mehr geheilt. Echt nicht übel. Nehme ich auf jeden Fall mit. Das gefällt mir.
Shopmäßig gibt's ja. Achso, doch, hier gibt's Weapons. Cool, habe ich gar nicht mitbekommen. It hurts. It hurts more. aber ich kann die anscheinend nicht kaufen. Hm, nicht übel. Ich glaube, die kann man mitnehmen. Jetzt haben wir kein Geld mehr für sie. Aber egal. Genau, 0 und 150. Kriegen wir die eigentlich dann wieder? Ich probiere es einmal ganz kurz. Ja, kriegen wir wieder. Das heißt also, alles, was wir ausgeben, kriegen wir wieder. Aber wir fügen den Genen anscheinend Blutungen zu. Mit 15%iger Chance. Aber gut. Oh, hier gibt es anscheinend noch einen dritten Charakter. Cool. Okay, hier. Einen dritten Charakter gibt es also auch noch. Chapter 2, A Royal Surprise. Eine königliche Überraschung. Ich kann euch den Text gerne ganz kurz lesen lassen. Ich denke mal, ich werde wieder... Ach so. Deswegen kann ich wahrscheinlich nur 2 Sterne bekommen, weil ich Normal gespielt habe und nicht Veteran. Probieren wir es mal auf Veteran. Würde mich mal schon interessieren. Sollte denn jetzt nicht unbedingt allzu schwer sein, glaube ich. Gut, dann direkt, was braucht sie? Okay, 6 Energie. Dann sollte man da vielleicht ein bisschen aufpassen. Okay, 50% weniger Schaden von Melee-Attacks. Das heißt, ich muss sie so killen. Aber ich denke mal, das wird auch locker hinkommen. Range-Attack. So schwer ist das nicht. Oh ja, war verwundet gewesen. Huch, da ist... Stirb. So, können wir Range Attack wieder benutzen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt noch die Fähigkeit benutzen. Ah, schade, kein Epic. Aber das reicht auch. Kann man Melee Attack noch reinziehen. Komm, Melee Attack. Ist jetzt, glaube ich, nicht allzu schwer. Schauen, ob wir unsere 3 Sterne kriegen. Oh, da sind die schon wieder. Okay, Onpon, direkt drauf da. Ah, leider nur Success, schade. Multislash, benutze mal Multislash. Ah, leider nur Success, hat aber gereicht auf jeden Fall. Epic. Gerade so noch. Und jetzt ist er geschützt vor Range Attacks. Also sie hat keinen Melee, okay. Sie kann also wirklich nur Range Attacks machen. Ah, es ist in Ordnung, es geht schon. Er war doch gegen Rage Attacks, ne? Ach so, er hat einen anderen Skill bekommen. Die nächste Attacke verursacht doppelten Schaden. Das ist natürlich ungünstig. Dann sollte ich vielleicht mal ganz kurz den Multislash usen, damit er uns nicht ganz so viel Schaden macht. Bam, bam. Und beide gekillt. Und jetzt kommt... Oh. Waldkrieger. Oh, sie möchte nicht mitgenommen werden. Warum denn nicht? Während diese Einheit lebt, ist der Boss, kriegt der Boss 25% weniger Schaden. Und wir sollen den Boss am Ende besiegen. Attacking this character permanently increases its damage by... Also jedes Mal, wenn wir den Gegner angreifen, kriegt er 20% mehr Schaden. Das ist echt nicht gut. Dann killen wir erstmal die hier. Ah, leider wieder nicht Maximum. Ah, trotzdem hat es gereicht. Da muss man uns jetzt gerade... Muss man uns gerade anstrengen. Da... die Dinge zu haben, die Defense da. Nein, das ist immer, teilweise sind die Pfeile schwer zu erkennen, habe ich das Gefühl. Aber es geht. Muss halt ein bisschen konzentrierter bleiben. Flawless. Und den werden wir jetzt, ich glaube, aber ich kriege die Erfahrungspunkte nicht, die Energiepunkte nicht wieder. Die müssen wir sich hier über die Items wiederholen. Da will ich jetzt aber auch nicht. Da habe ich keinen Bock drauf irgendwie. Bam, 24. Oh, und der ist verwundet, sehr schön. Ah, macht uns kleine lächerliche 5 Schaden. Das ist ja nicht wirklich was. Und ich glaube, er kriegt jetzt wesentlich mehr... Wow. Die hat... Der hat ordentlich auf die Fresse gekriegt von ihr. Cry Me River als Achievement. Yay. Und damit die 3 Sterne bekommen. Okay, Missy, what's going on? I'm sorry. You saved me from an arranged marriage. What's the big deal? Just marry the guy and get it over with. Zola? He's a monster. I'll never marry him. King Zola? The tyrant who has the legendary beast Zola? How'd you end up with him? The marriage was arranged when I was born. You can't marry that guy. You're coming with me. Really? You're gonna take me to his castle and help cooler typ. Diotis. Hey, wait a minute. Relax. We'll get in, kill it, then get out. I'm not going. I have a friend waiting in Amria. Let's go, we're late.
Oh, die ist schüchtern, wie süß. Why didn't you tell me you were a princess? Well, I didn't think you'd help me. Why wouldn't I? Because the king is crazy and dangerous and I'm betrothed to him. Actually, his little pet has been on my bounty list for a while. If Zola ever decides to unleash that thing, it could spell bad news for everyone. You mean Diothis? He's been caring for that thing for as long as I can remember. I don't think it'll be so easy to stop it. Don't worry, my comrade will be able to help us out. Ah ja, sein Kamerad, den wir wahrscheinlich irgendwann kennenlernen werden. Und auf jeden Fall sind wir hier wieder geupgradet worden. Stärke hoch, Agilität hoch. Und hier kann man sogar die ganzen Skills upgraden. All an Energy Shield, ein Goofs, All Alias. Cool. Das heißt also, für 1 bis 5 Attacks, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wahrscheinlich wird das ausgewürfelt, kriegen wir 50% weniger Schaden. Und auf dem epischen Status kriegen alle Befreundeten Heilung und werden gecleant, also negative Effekte weg. Ich denke mal, können wir durchaus mitnehmen, oder? Nehmen wir das mit? Das ist cool. Was haben wir hier? Crimson Rush. Okay, wieder nur ein einzelnes Ziel, leider. All enemies take double damage for one attack. Da steht erst ein Single-Etage und dann alle Gegner, okay. Ah, okay, bei Epic kriegen dann halt alle Umstände noch ein bisschen Schaden. Nehmen wir auch mit, warum nicht? Kann schaden. Und damit, da würde ich jetzt sagen, war es gewesen. Mit der ersten Folge von Fearless Fantasy, hieß es, glaube ich. ja, so hieß es. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, bye bye.